Ja, und damit begrüße ich euch ganz herzlich hier zu einer weiteren Folge von Sim Airport. Ja, ich habe das Problem gelöst. Einfach Spielstand nochmal neu laden hat geholfen. Wenn das alles ist, ja, dem helfe ich natürlich. Oder dem wirke ich natürlich entgegen. Und ja, wir machen jetzt hier weiter mit unserem ganzen Flughafen hier. Also wir haben jetzt hier unser Ticketing eingerichtet. Jetzt bin ich noch am überlegen, ob ich mich hier jetzt einfach eine Wand hinsetze. Also im Grunde so. Hier überall. Weil schon schwer ist ja alles sichtbar. Das will ich ja nicht wirklich. Ja. Muss in eine funktionierende Tickethalle. Das ist selbstverständlich absolut kein Problem. Ja. Gut. Ihr sollt nicht hierher, um eure Tickets zu ziehen. Kann ich hier eine Wand bauen? Da geht's nicht. Kann ich hier eine Wand bauen? Ja, kann ich. Ja, habt ihr Pech. Alter, Leute. Jetzt geht der nächste rein. Ja, verschwindet einfach. Ist der da oben auch weg? Ja. Einfach verschwinden wieder, ja. Ja. Oh, oh. Uff. Moment, was? Oh, ich brauche mehr. Du benötigst 14 mehr. Oh. Oh nein, oh nein. Schnell, kommt. Ja, das habe ich voll vergessen. Metalldetektor erfordert eine nicht durchführbare Reparatur. Wait, what? Gepäckscanner erfordert eine nicht durchführbare Reparatur. Weise eine Wartungszone aus, um Reparaturen durchführen zu können. Warte, was? Wartung. Mindestgröße durch 5x5. Was? Mindestgröße 5x5. Ja, macht hier Wartung. Warte, warte, warte. Wir können diesen nicht sofort reparieren, weil keine Wartungskisten zur Verfügung stehen. Alter, was? Ne, gibt's doch nicht. Hä? Wartungskiste? Werkzeugkistenschrank. What the fuck?
auch mal ein paar mehr Hausmeister hier, wa? Ah, jetzt wurden die repariert, oder wie? Aha. Okay, ich verstehe. Alles klar. Problem haben wir gelöst. Easy breezy. Ach so. Warum? Okay, warum sehe ich die teilweise nicht? Ist ja jetzt erstmal egal. So. Also, wir haben hier unser Ticketing. Danach kommt die Security. Der Security-Bereich. Ja, dazu. Ich mache zwei Security-Bereiche. Ja, warte mal, das muss eh ein Ticken noch größer werden, wa? Weil ich habe hier 8. Hier 4. Das heißt, wir müssen hier 4 Fundament. Wir müssen hier 4 noch ransetzen. Also so. So, müssen wir das machen. Hier machen wir genau das gleiche. So, Objekte, Werkzeuge, Löschen. Warum habe ich das jetzt hier vorne nicht gemacht? Ja, ist ja egal, aber hier ist das so oder so. Hier ist das so oder so, keine Wand. Hä? Hä? Hier ist. Einreißen, Mann. Hier ist so oder so keine Wand. Und hier auch nicht. Falsche Richtung. Und hier auch nicht. Hier auch nicht. Wieso können. Oh, jetzt beginnt die Scheiße schon wieder. Ich will hier ein komplettes Fundament haben, aber ohne Wand. Ist doch nicht so schwer. Warum ist es da eine Wand? Upsa. Oh. Also. Fundament. Hier. Sehr schön. Das weg, das weg. Ist da jetzt ein Stückchen Wand? Macht mich wahnsinnig. Gut, also hier ist Security-Bereich. Jetzt machen wir erstmal. Jetzt machen wir hier erstmal wieder Toiletten, hätte ich gesagt. Einmal ganz oben. Ja, genau. Einmal hier in der Mitte und dann hier nochmal. Ja,
dreimal Klos. Ne, in der Mitte machen wir was anderes. Ich hätte es jetzt einfach mal gesagt. So und so. Vier. Da kommt nämlich einmal für die Damen hier oben. Was macht da am meisten Sinn von der Platzierung her? So. So. Hier ein Waschbecken hin und machen hier Leute Waschbecken hin. So, Toilette. Und Urinal. So, dann bekommt ihr verständlich eine Türe. So, und ja, keine Ahnung, irgendein Fußboden. So, WC-Herren und WC-Damen. Wunderbar. Jo, dann... löschen wir zwischen hier und hier. Ja, zwischen hier und 10 weg. So, es gibt, wird nämlich zwei getrennte Security-Bereiche geben. So, was ist denn das erste? Das erste ist immer... was ist das erste? Das erste ist Ticket. Nee, nicht Geld. Ja, ID hier. ID-Stipends. Nee, nicht. Das? Ist das auch ein Das? Shit, wie heißt denn der Teil? Check-in? Ne, nicht Check-in-Schalter. Das ist der... Gate? Ne, Gate-Schalter ist auch falsch. Wie heißt denn der Teil nochmal? Jetzt bin ich drüber gescrollt. Ausweiskontrolle. Natürlich. Ausweiskontrolle. Dann kommt Gepäck. Warte, ich kann doch hier kurz Security-Bereich machen.
Und dann steht doch immer, was benötigt wird. So, Metalldetektor oder ein Ganzkörperscanner oder Gepäckscanner und oder ein Remote-Gepäckscanner. Okay, dann gebe ich hier einfach mal ein Gepäck. So, weil es gibt nämlich den Gepäckscanner und den Remote-Gepäckscanner. Was ist denn da der Unterschied? Der ist so. Das ist so. Remote-Sicherheitsstation. Wird verwendet, um die Ergebnisse eines oder mehrerer zugewiesener Remote-Gepäckscanner zu überwachen. Oh, okay. Okay, ich verstehe. Ja, dann müssen wir aber hier jetzt erstmal ausbauen. Hier da überhaupt hin? Und ein zweites Mal. Mal wieder raus. Wir hoffen, die finden da oben den Ausgang. Weil da oben ist ein Ausgang. Guck mal hier. Ja, der erste hat es schon gefunden. Muss ich verarschen, jetzt kommt da wieder welche. Geh doch einfach raus! Ja! Geh raus, geh raus! Dann bleibt ihr da drin. Ist mir jetzt sehr relativ egal. Tja. Ja, ist mir jetzt sowas von relativ egal. Also, Remote. Nee, ich wollte Gepäck. Genau. Gepäckausgabe, Förderbahn, Gepäcknotpunkt. Ne, hier diese Gepäck. Remote. Ne, der Remote-Gepäckscanner, mein Gott. So, also. Hier ist die Wand. Dann machen wir es mal hier. Ja, dann müssen wir vier von diesen hier aufstellen. Genau. Die Maschinen zuordnen zu. Erfordert Forschung erweiterte Sicherheit. Erfordert einen CTO in einem Büro. Ein CTO. Ja, dann...
So. Einen Büro Tisch, einen Büro Stuhl und das ist ein Büro und wir stellen ein einen CTO. Erweiterte Sicherheit. So, aber im Grunde das gleiche machen wir jetzt. Remote Pack Scanner. Das ist natürlich doof. Okay. Sind denn da 7, wa? 3, 4, 5, 6, 7. Eins, drei, vier. So, erfordert die Zone Sicherheit, ist natürlich klar. So, Metalldetektor oder Ganzkörperscanner. Okay, Metalldetektor wäre das, Ganzkörperscanner wäre das. Ich würde die tatsächlich irgendwie im Wechsel aufstellen, wenn das irgendwie möglich ist. Also, sind die beide zwei breit? Oh ja, sind beide zwei breit. Nein. So. Das ist auch ein Feld drauf. Sehr gut. Frei. So, die Zonen noch erweitern. 1A. Perfekt. Dann setzen wir hier noch die Wände rein. Wunderbar. Doch, nee. Dann stellen wir noch das benötigte Personal ein. Sehr gut. Das freut mich doch schon. So, wie viele? Wo geht jetzt überall so ein Security-Mensch hin? Das wird mich noch interessieren. Andere Frage, wann kommen die denn überhaupt? So, Werkzeuge einreisen. Aha, warte mal, ich hab doch. Ah, Personaleingang.
Hier, guck mal. Ja. So, wo verteilen die sich? Okay, und hier noch nirgends. Okay. Oh, gut. Das war auf jeden Fall wieder eine interessante Folge. Stuff at größer als ein Null Backscanners. Alles klar. Ja, das war wieder eine sehr interessante Folge. Sim Airport. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir hier weiterbauen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Resttag, schönen Restabend, schönen Restmorgen, was auch immer. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.